Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal Sammelplatz Militaria. Heute im ersten Video möchte ich euch zwei Helme vorstellen. Beide wurden beim Luftschutz verwendet. Einmal als erstes den standardmäßigen Helm in Gladiatorbauform und als zweites noch einen russischen Beutehelm, der später umlackiert wurde. Wie gesagt, als erstes wollen wir uns den Gladiatorhelm anschauen. Dieser ist seit über 20 Jahren in meiner Sammlung. Es war eins der ersten Stücke. Wir konnten diesen Helm vom Sperrmüll retten. Der Vorbesitzer hatte keine Verwendung mehr für ihn und wollte ihn einfach entsorgen. Und so konnten wir ihn dann mitnehmen. Man kann sehen, dass er schon entnazifiziert wurde. Und wahrscheinlich lag er im Keller oder in der Scheune, wo er dann schon leicht Tropfen abbekommen hatte und angefangen hatte zu rosten. Aber sonst ist er von der Glocke her im noch recht schönen Zustand. Und die Schwingen sind auch noch vollständig erhalten. Das Schweißband ist auch kaum benutzt. Man sieht leichte Benutzung. Und von der Markung her haben wir wieder den Standardvertrieb genehmigt gemäß § 8 Luftschutzgesetz, Kopfweite 57, was auch nochmal hier vermerkt ist. In der Stempelung, na, kriegen wir es gut drauf, RL 238-29, das steht halt für Eisenhüttenwerke Thale AG im Harz. Das passt auch soweit, weil wir den im Nordharz in einem kleinen Dorf mitnehmen konnten. Von daher ein wunderschönes Stück. Als zweites stelle ich euch den Beutehelm vor. Dieser war ein besonderer Fund, direkt vom Dachboden eines alten Hauses und von der Glocke her leichter Flugrost hat sich angesetzt. Leider hat die Schwinge einen leichten Schaden erhalten, aber vom sonstigen äußerlichen Zustand sehr gut oder gut. Und innen drinne noch die Originallackierung, der Originalkopfriemen. Und was sehr schön ist, ist einmal hier vorne, na, sehr schwer zu erkennen, einmal EH und hier hinten in der Innenseite ist halt auch nochmal der komplette Name ausgeschrieben. Und das waren halt auch die ehemaligen Besitzer vom Haus. Die sind verstorben und so konnten wir den Dachboden leerräumen und diesen auch mitnehmen. In der Originalstempelung von russischer Seite her kann man erkennen, dass es halt auf russisch Kopfgröße 2A ist und dass er 41 hergestellt wurde. In der Erhaltung würde ich sagen, auch tipptopp. Noch ein bisschen Stroh drinne, wurde im Stroh versteckt, drin gelassen. Ein wunderschönes Stück. Also ich denke mal, der ist sehr selten anzutreffen. Allzu oft wird er nicht zum Verkauf angeboten. Und wenn man dann noch so ein Glück hat und wirklich die Geschichte hat, dass wirklich sein Name drin und reingeschrieben wurde und wir den auf dem Dachboden finden konnten, besser geht's gar nicht. Genau, das soweit zu den zwei Helmen aus dem Luftschutz. Die Präsentation der beiden Helme gefallen. Wirklich zwei schöne Stücke in der Sammlung. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Dort werden wir uns dann Blankwaffen anschauen. Und in dem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Abend. Und bis bald auf dem Sammelplatz Militaria.